Lockerlehrer. Schluss mit Perfektionismus, lieber echt als perfekt. Im Gespräch mit Andreas Reinke. Lockerlehrer. Der positive Lehrer-Podcast. Hier bekommst du Tipps und Tricks für deinen Unterricht. Nützliches aus dem Nähkästchen. Das, was dein Lehrerleben leichter macht. Ein Podcast für lockere Lehrer. Und solche, die es werden wollen. Von und mit Lydia Klahe. Hallo moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Lockerlehrer-Podcasts. Endlich mal wieder eine Interviewfolge. Gestern Abend erst bin ich live gegangen auf Instagram mit Andreas Reinke. Thema war Schluss mit Perfektionismus, lieber echt statt perfekt. Andreas Reinke ist seit ungefähr 16 Jahren Grund- und Hauptschullehrer, Family Lab Trainer, Autor, Speaker. Er arbeitet mit PädagogInnen, Einrichtungen, Schulen, aber auch mit Eltern zusammen mit dem Bewusstsein, dass Schule ein Ort sein kann, in dem viel Wundervolles passiert. Auch. Ja, das kommt uns doch bekannt vor, oder? Andreas hat eine Community für Lehrkräfte und Eltern namens Relationship gegründet, weil ihm Beziehungsarbeit in der Schule das Wichtigste ist. Wieder so eine Gemeinsamkeit. Und er veranstaltet jedes Jahr einen Online-Kongress, in dem er über 30 ExpertInnen rund um Schule interviewt, um damit Lehrkräfte und Eltern zu inspirieren und zu stabilisieren im Umgang mit unserem guten alten Schulsystem. Ziemlich beste LehrerInnen heißt dieser Kongress in diesem Jahr, für den du dich ab heute für einen begrenzten Zeitraum kostenlos anmelden kannst. Schau da unbedingt mal rein, da sind richtig, richtig gute Leute dabei. Ich verlinke dir den mal, ne, in den Shownotes oder du klickst dich auf meiner Homepage durch. Lockerlehrer.de, Podcast, Interviews, Andreas Reinke. Ach, du machst das schon. Ich hatte ebenfalls die Ehre, für diesen Kongress zum Thema LehrerInnengesundheit interviewt zu werden. Und weil mir die Zusammenarbeit mit Andreas so viel Spaß gemacht hat, habe ich gleich mal Revanche gefordert und ihn daraufhin im Insta-Lehrerzimmer bekannt gemacht. Lausche also jetzt einem humorvollen und zugleich wirklich inspirierenden Gespräch über die große Perfektionismusfalle, in der du als engagierte Lehrkraft vermutlich auch ziemlich schnell landest, oder? Das ist aber so ungesund, weil mittlerweile die Aufgaben in der Schule immer, immer mehr werden, immer, immer größer werden. Ich habe darüber neulich meine Umfrage auf Instagram gestartet und gefragt, wo denn engagierte Lehrkräfte mal bewusst locker lassen, um den für sie wesentlichen Dingen überhaupt gerecht werden zu können in der Schule. Darüber werde ich demnächst auch meine Podcast-Folge hier teilen, weil ich den Eindruck hatte, dass das vielen Menschen sehr gut getan hat, zu wissen, dass auch andere nicht immer auf allen Gebieten 100% geben können und dazu auch ruhig mal stehen dürfen. Perfektionismus loslassen, das sollte jedoch eine Haltung werden. Nun aber darüber mehr in meinem Gespräch mit Andreas Reinke auf Instagram @lehrercoach. Viel Spaß dabei! Da ist er! Super, das hat geklappt mit den Knöpfen drücken, Andreas. Ich bin echt begeistert. Instagram ist ja nicht so mein erster Kanal. Ich war ein bisschen aufgeregt jetzt, aber ja. Eigentlich ganz einfach. Ich bin da. Hat gar nicht wehgetan, richtig? Ein bisschen, aber das passt schon. Das tun wir noch. Schön, dass du da bist, Andreas. Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst heute Abend. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe schon ein bisschen erzählt. Morgen geht dein Kongress los, den wir natürlich hier unten verlinken für alle. Du blickst auf 15 Jahre Lehrerleben zurück, aber nicht nur das. Du machst noch viele andere kluge Dinge. Und vielleicht magst du ja mal selbst erzählen, wie so dein Lehrerleben mittlerweile aussieht, wo du dich so austobst überall. Also nur kluge Dinge mache ich ganz bestimmt nicht, das muss ich schon mal vorausschicken. Ja, wie gesagt, du hast es gesagt, 15 Jahre, vielleicht waren es auch 16 Jahre, ich weiß es gar nicht genau, war ich als Lehrer an verschiedenen Schulen, an Grundschulen, weiterführenden Schulen, freien Schulen, staatlichen Schulen, also ich habe die ganze Palette erlebt. Ich hatte richtig tolle Jahre an Schulen. Ich hatte auch furchtbare Jahre an Schulen. Und das wiederum hat mich unter anderem zu dieser Erkenntnis gebracht, dass die Aussage, ich bin ein guter Lehrer oder ich bin ein schlechter Lehrer, die ist manchmal so ein bisschen irreführend. Weil es hängt ganz doll davon ab, in welcher Umgebung man sich aufgibt, ob man seine Talente da einbringen kann, ob das da überhaupt so gewollt ist. Und da habe ich eine Zeit lang als Family Lab Seminarleiter angefangen, so nebenbei so ein paar Sachen zu machen, Elternberatung und hier und da schon mal so ein Workshop für Lehrer und Lehrerinnen.
Und das hat mir so viel Freude bereitet, dass ich auf dieser Straße so ein bisschen weitergegangen bin. Dann habe ich angefangen zu schreiben. Also da war auch vieles dabei, was sehr unbedarft war. Also ich habe einfach geschrieben, um des Schreiben willens. Also ich sage immer, ich habe geschrieben als Lehrer, um nicht verrückt zu werden, weil das war jetzt super anstrengend. Ja, und da kam irgendwann der Matthias Völchert von Family Lab, habe ich gefragt, ob ich daraus mal ein Buch machen möchte. Dann sind zwei Bücher entstanden. Ich habe mich 2017 selbstständig gemacht. Also all in, haben mich alle für verrückt erklärt. Aber ich hatte so einen Bock drauf, anders im Bereich Schule aktiv zu sein. Und habe ich angefangen, vor allen Dingen LehrerInnen Weiterbildungen zu machen. Ja, und da kamen noch ein paar Sachen dazu. Ich habe dann 2019 das Relationship gegründet. Das ist so meine Online-Community. Und da fing ich an, Online-Kongresse zu machen. Also irgendwie ist das alles sehr spannend, manchmal auch sehr anstrengend. Mhm. Natürlich auch in der Vorbereitung auf diesen Beitrag habe ich mich gefragt, ne, wie ist es mit meinem Perfektionismus? Und der ist auf alles da, der ist da, ja. Also jetzt in der Vorbereitung auf den Kongress merke ich halt, wie verkrampft ich doch manchmal bin. Ne? Also mit einem Befriedigen kann ich mich nach wie vor nicht so gut zufrieden geben. Genau, von daher bin ich jemand, der mit diesem Thema durchaus was anfangen kann. Als gebildetes Kind sozusagen. Ja, bravo. Und das zeichnet ja deine Arbeit auch aus, dass du einen hohen Maßstab einfach setzt. Ne, deswegen sitzen wir hier auch, weil ich sehr beeindruckt davon war, wie du auch diesen Kongress aufgezogen hast, wie du uns als Interviewgäste behandelt und begleitet hast. Und ich dachte, wow! Der weiß, was er will und er hat auch wirklich was zu geben. Und dafür brauche ich ja so den gewissen Drang, es noch ein bisschen besser zu machen, vielleicht als beim letzten Mal. Ne? Aber eine andere Sache, da muss ich jetzt erstmal nochmal zugreifen. Du hast gerade gesagt, ich habe geschrieben, um nicht verrückt zu werden. Hab ich das verstanden? Ja. Ja, was war da der Antrieb? Was wollte da raus? Also ich glaube ja auch so an die Magie des Schreibens. Ne? Was kam da so alles? Ich habe relativ schnell gemerkt. Ich habe das eigentlich schon während der Ausbildung gemerkt, dass dir irgendwas nicht stimmt. Erst dachte ich, mit mir stimmt was nicht. Mhm. Und dann fiel mir irgendwann auf, also es könnte auch sein, dass mit diesem System insgesamt so ein paar Dinge nicht ganz stimmig sind. Und dem bin ich immer mehr nachgegangen. Ich habe dann festgestellt, dass ich teilweise Schwierigkeiten damit hatte, der Lehrer zu sein, der ich gerne sein wollte. Mhm. Ja, also ich war immer schon... Ich habe ja irgendwann den Jesper Juhl getroffen und sein Werk. Und der hat dann praktisch mir eine Sprache für das gegeben, was eigentlich schon immer in mir drin war. Ne? Also diese Haltung der Gleichwürdigkeit, diese Dialogbereitschaft, das war immer meins. Also ich war schon mit 5 irgendwie so unterwegs. Ich ticke einfach so. Und wahrscheinlich sind auch hier auf diesem Kanal sehr viele Lehrer und Lehrerinnen, die fühlen sich das ein bisschen angesprochen, ja, weil wir haben Haltungen, Werte als Menschen. Ich glaube nach wie vor, die meisten Lehrer und Lehrerinnen werden Lehrer und Lehrerinnen, weil sie es besser, weil sie es anders machen wollen, ja, weil sie Menschen mögen, weil sie in Beziehung gehen wollen. Mhm. Und dann kommen sie in ein Schulsystem, das, wie hat das Margret Rasfeld gesagt, das geprägt ist von beziehungsverhindernden Strukturen. Ja, und plötzlich habe ich festgestellt, tue ich Dinge, die überhaupt nicht zu mir und meinen Werten passten. Ja, und dann war ich permanent in so einer Stresssituation. Mhm. Das ging auf meinen Selbstwert, auch als Lehrer. Und dann fing ich halt an zu schreiben, ne, und habe dadurch, das war so mein Klärungsprozess, andere töpfern vielleicht oder fahren Fahrrad und ich habe geschrieben. Mhm. Ja, und dadurch habe ich ein paar Dinge für mich erkannt. Die ohnehin schon in dir waren, hast du gesagt, mit 5 schon. Was würdest du sagen, was ist denn da gefüttert worden? Woher kommen diese Werte? Ja, das ist eine gute Frage. Mhm. Vielleicht hast du auch keine Antwort, wäre ja auch eine. Ne? Ja, das hat natürlich was zu tun, auch mit meinem Elternhaus. Ne? Also meine Mutter ist eine sehr feinfühlige, sensible Frau. Ich glaube, es gibt auch sowas wie, ich sag mal, das Wesensgemäße, nenne ich das. Ja, das ist praktisch, was ist das? Das ist der Mensch, der man eigentlich ist. Ja, ich sage ja auch, wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen arbeite, also eins können wir vergessen, aus einer
aus einer Rose können wir keine Tulpe machen. Eine Rose ist und bleibt eine Rose. Ja. Und so sehe ich das ein bisschen auch mit diesen wesensgemäßen Werten. Das war immer irgendwie schon da. Ja? Also, und glücklicherweise konnte ich das ein bisschen schützen. Ich nenne es auch das Unkaputtbare. Und das haben sehr, sehr viele Lehrer und Lehrerinnen. Da ist etwas da, was manchmal über Jahre so ein bisschen verschütt geht, als ob es bewölkt wäre. Und dann sehe ich so ein bisschen meine Aufgabe darin, die Menschen vielleicht auch ein bisschen daran zu erinnern, weswegen sie einst überhaupt entschieden haben, diesen ja wirklich wundervollen Beruf zu ergreifen. Bravo. Ich habe mir das beschützt, hast du gesagt. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ne? Ich erlebe das gerade auch in Coachings von sehr jungen Kolleginnen auch so, dass die teilweise im Referendariat für ganz viel Persönlichkeit so abgelegt haben, weil sie so im Außen damit beschäftigt waren, die Werte anderer zu bedienen, nämlich der Leute, die sie bewerten. Ja. Was im Prinzip ja auch nichts anderes ist, als das, was unsere Kinder in der Schule tun müssen. Ja. Deswegen die Frage, Andreas, wie hast du dir das bewahren können? Gibt es da irgendwelche Tricks? Wie kommt man durch ein Studium, das einem so viel aufbürdet, was man vielleicht nie wieder braucht, durch ein Referendariat, in dem Abhängigkeiten bestehen? Das sind echt gute Fragen. Du hast einfach Glück gehabt. Kann ja auch sein. Ich hatte immer, was bei mir immer wichtig war, ich habe immer versucht zu leben. Was mir jetzt, also ich sitze hier, ich lebe ja. Und jetzt im Moment seit Monaten bin ich 24/7 mit diesem Kongress beschäftigt und das mache ich aus Überzeugung. Also das ist auch so ein bisschen mein Hobby. Ne? Also meine Arbeit ist irgendwie auch mein Hobby. Aber was ich jetzt in der Rückschau sehen kann, ist, dass ich immer ein Leben neben der Schule geführt habe und während des, also ich sage immer, ich habe studiert, aber ich war eigentlich die meiste Zeit nicht an der Uni. Ja. Ich war zu Kneipen und habe andere Sachen gemacht, habe viele Dinge erlebt. Das Leben studiert. Ja, genau. Bei dir, wenn ich die Fragen darf, wie bist du denn durch das REF gekommen? Oder war das für dich ein Traum? Oh, das darf ich gar nicht laut sagen. Das war eigentlich eher ein Trauma. Ja. Ganz tief sitzendes. Also es gab so ein paar, also auch so ähnlich wie bei dir. Ich habe auch Gott sei Dank noch ein Leben neben dem REF gehabt. Das fand am Wochenende in der schönsten Stadt der Welt statt. Mein Herz im doppelten Sinne an Hamburg verloren gehabt und somit war ich da ganz viel. Ich hatte dienstagsabends eine Band, die zwar nie auftrat und auch nie den Durchbruch schaffte, aber Spaß gehabt und immer Pizza bestellt. Das war schön. Ja, und ich hatte eine tolle Nachbarin, die keine Lehrerin war, die mir ganz viel zugehört hat. Und so konnte ich immer wieder auftanken. Das war gut. Und ich glaube, was mir auch geholfen hat, ist auch eine wilde Story eigentlich, dass ich nach 3/4 des REFs eigentlich aufgeben wollte. Okay. Witzigerweise kommen ganz oft ReferendarInnen zu mir ins Coaching, die sind genau an diesem Zeitpunkt, so nach 3/4 hat man schon so oft Niederlagen hinnehmen müssen und nicht verarbeitet, dass irgendwann das ganze System blockiert. Ja. Und da wollte ich hinschmeißen und einen Buchladen aufmachen. Ich habe mir schon einen Buchladenbesitzer gesucht, mit dem Kaffee getrunken, mir alles erklären lassen, habe mich in Hamburg jedes Wochenende umgeguckt, die Läden leer, ich wollte aufgeben. Und nur meinem heutigen Mann ist es zu verdanken, der gesagt hat, komm, Lia, jetzt zieh das wenigstens noch durch. Ne? Dann hast du dein Jodeldiplom, dann hast du dein eigenes, sind wir mit dem Thema durch, zweites Staatsexamen. Und dann habe ich locker gelassen. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache ja eh was anderes, Leute. Ihr könnt mich bewerten, wie ihr wollt. Ich nehme jetzt einfach nur noch mein Buch und mache Unterricht nach Buch. Und wenn jemand zu Besuch kommen will unbedingt, dann soll er das machen. Und den Rest habe ich mich so irgendwie durchschlawinert. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Und da habe ich zum ersten Mal kapiert, cool, braucht ja gar nicht das Riesenfeuerwerk und nächtelanges Vorbereiten. Für den Unterricht braucht es die Beziehung, braucht es die Wärme, braucht es die Lockerheit, die Leichtigkeit. Und da kann ich mich, wenn ich ganz viel vorbereite, echt blockieren. Wenn ich dann damit reingehe und nicht mehr auf das reagieren mag, was die Schüler jetzt eigentlich von mir bräuchten. Ja. Die Schulleitung hatte damals einen guten Blick auf mich. Die hat mich recht früh zur Klassenlehrerin gemacht. Im Nachhinein habe ich kapiert, das hätte gar nicht sein müssen. Der hatte schon so seine Gründe, warum er mich da reingesetzt hat, so ressourcenorientiert. Und das hat mir sehr viel gegeben, dass ich plötzlich nicht nur eine kleine Referendarin war, sondern das waren 8-Klässler, ne? Die haben sich geritzt, die haben sich gestritten, die hatten Liebeskummer, damit haben sie mich abgefangen und plötzlich war ich so, boom, voll drin im Leben und habe dann tatsächlich an vielen Stellen locker gelassen. Und
ich weiß nicht mehr wieso, dann irgendwann gesagt, okay, vielleicht werde ich doch an der richtigen Schule oder werde ich doch Schule machen. Aber ich werde, egal mit was für Noten ich hier rausgehe, sowieso an der genau richtigen Schule landen. Unter dem mache ich nichts. Ja. Genau so war es dann auch. Na, als ich dann im Vorstellungsgespräch in Hamburg saß, das ist auch nochmal so eine Wundergeschichte irgendwo, da hat kein Mensch nach meinen Noten gefragt. Na, die wollten was über meine Persönlichkeit wissen und ob ich ins Kollegium passe. Und das hat so gepasst wie Arsch auf Eimer. Ja. Dass, also da habe ich wirklich Wertearbeit erlebt und so viel mitgenommen. Es war so ein Aufbaugymnasium. Das war wirklich meine Rettung. Bin ich heute noch dankbar, dieser Schulleitung. Ja. Danke, Herr Randig. Das war meine Story. Bei mir waren es die Mentoren während des Referendariats. Ja. Also es war anstrengend und ich brauchte Jahre, um mich so mit bestimmten, ich nenne sie auch normopathischen Glaubenssätzen, also ins Benehmen zu setzen. Ne? Also auch mir wurde am Anfang des Refs so ein Satz überreicht wie ein Strauß Blumen. Also du musst die von Anfang an durchsetzen, sonst tanzen sie auf der Nase rum. Ne? Also ja, bingo. Ganz viel Druck. Aber ich hatte wirklich Glück an meiner Ausbildungsschule in Lübeck mit meinen Mentoren. Also mein Mentor im Fach Deutsch, das war ein ganz harter Hund. Aber der war saucool. Der war auch Musiker. Und da hatten wir im Lehrerzimmer zwei Kühlschränke. Und in dem einen Kühlschrank war immer oben hin bis voll mit Bier. Nein! Das war verboten, da irgendwas anderes reinzustellen. Das kam richtig Ärger. Und nach jedem Schultag saßen wir da in der Bücherei und haben, ich nenne es mal, reflektiert. Liebe Kinder da draußen, nicht nachmachen. Liebe ReferendarInnen. Ja. Aber das waren so die Erlebnisse, die mich getragen haben durch diese Zeit. Ich habe auch einen tollen Abschluss. Das sage ich nicht, um hier zu punkten. Ich meine, das wissen wir alle, das sagt herzlich wenig. Mhm. Ich habe Menschen kennengelernt, die sind durchgefallen und die hielt ich für komplett kompetent. Komplett. Ja. Ich habe damals mit Auszeichnung bestanden, ja, und nach 3 Monaten im Schuldienst dann dachte ich, wahrscheinlich bin ich der erste Lehrer, der im ersten halben Jahr mit Auszeichnung scheitert. Ja. Ich war völlig überfordert, völlig. Ja, wie Elterngespräche. Ja. Was ist denn das jetzt hier? Darauf wurde ich nicht vorbereitet. Das heißt, ich glaube, viele von uns haben noch Jahre später daran zu tragen, dass sie einerseits ganz viel Müssen eingetrichtert bekommen haben, flankiert von so Glaubenssätzen an unseren Schulen. Und hinzu kommt ein unglaublicher Druck, der auch damit zu tun hat, dass wir einfach systemisch echt Schwierigkeiten haben. Ja, das, was wir erleben, ist eigentlich permanent ein konsequentes Auftragsdilemma. Ja, wir sollen individualisieren, Inklusion. Ich lache mich immer halb tot. Ich habe den größten Respekt vor Kollegen und Kolleginnen, die jetzt hier zuschauen und Inklusion anbahnen, so will ich es mal nennen. Aber wenn man sich mal diesen Irrsinn anschaut an unseren Schulen, an Traditionsschulen, da muss man irgendwie fast wahnsinnig werden. Ja? Also in dieser Enge, in dieser Stringenz gleichzeitig individualisieren, in Beziehung gehen, gewaltfrei kommunizieren, ja, Bedürfnisorientierung. Ich kann das total verstehen. Und da sind wir ja schon beim Thema Perfektionismus, dass Kollegen und Kolleginnen, die etwas anders machen wollen, als das, was über 30.000 Jahre gemacht wurde, unter einem ganz besonderen Druck stehen, weil die ja nun auch noch versuchen, also mit diesem Perfektionismus im Hirn, dann auch noch gleichwürdig in Beziehung zu gehen. Ja. Und immer freundlich zu sein, ja. Also ich muss immer freundlich sein, weil das ist ja gewaltfreie Kommunikation. Ich muss immer deine Bedürfnisse erspüren. Da ist so viel Druck auf dem Kessel. Mhm. Und deswegen war das auch für mich so wichtig, in diesem Kongress zum Beispiel, unter anderem dich und noch andere Menschen, genau zu diesen Themen ins Gespräch einzuladen. Ja? Wir reden viel über Methoden. Wir reden viel über, was kann ich machen, wenn die SchülerInnen und so weiter. Wir reden über Materialien und das kann man alles machen. Aber mittlerweile kriege ich erhöhten Puls, wenn das Thema Schule nur noch vor dem Hintergrund Digitalisierung. Ja, richtig. Das macht mich wahnsinnig. Ja. Ob ich jetzt ein Whiteboard in der Tafel stehen habe, ja, eine normale, das ist ein Schnurz. Es geht letztlich darum, das, was Martin Buber sagte, die Welt, in der wir leben, entsteht aus der Qualität der Beziehungen.
Und da ich ausgehe, dass in der Schule Leben stattfindet, Entschuldigung, gilt das auch für Schule. Ja? Bloß wie, das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, wie können wir in diesem Kontext wirklich gleichwürdig in Beziehung gehen? Wenn außen herum das alles sehr eng ist und überfrachtet mit Zwängen und du musst dich durchgreifen, durchsetzen und so weiter. Mhm. Also du merkst, ich kann mich da schnell auch so ein bisschen aufregen. Ja. Ja, lass es raus, alles gut. Man ist hier gut aufgehoben. Ich glaube, meistens geht es so, weil man verzweifelt an dem, dass man natürlich einen guten Job machen möchte und zugleich möchte man seine Werte leben. Und das kann ich ja nur eigentlich in einem entspannten Zustand. Das kann ich ja nicht im Stress. Im Stress versuche ich ja schnell loszuwerden, abzuarbeiten. Und dann wird mein Schüler, der mich daran hindert, weil er jetzt was anderes braucht, zu einem Gegner. Und den muss ich dann erstmal wegdrücken oder niedermachen oder auch die Eltern. Den muss ich irgendwie manipulieren, damit das läuft. Und das ist so krass, dass wir damit ein System stützen, das eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, weil der Mensch in sich an vielen Stellen einfach zu kurz kommt und nicht gesehen wird. Und mir geht das genauso, dass ich, ich habe so viel Digitalisierung selber gar nicht mehr miterlebt. Wäre jetzt wahrscheinlich auch erstmal aufgeschmissen, wenn man mir jetzt erstmal alle Kabel und Knöpfe in die Hand drückte und wird jetzt dann aber erstmal meine Schüler zur Hilfe holen und sagen, hier, bitte einmal machen, bitte helft mir einmal. Ich könnte heute echt dazu stehen, dass mich gewisse Dinge eben auch überfordern. Ja. Konnte ich aber vor 10 Jahren noch nicht. Da hätte ich auch gedacht, oh Gott, ich muss doch als Lehrkraft das alles irgendwie hinkriegen. Ich muss doch dafür gerade stehen. Das muss doch jetzt hier laufen. Ne? Ja. Da sind wir beim Thema Perfektionismus. Oder Perfektion. Total, total, ja. Du hast ja dieses Thema auch vorgeschlagen für heute Abend. Warum war dir das wichtig, das mal dazu mal was loszuwerden? Das ist mir deswegen wichtig, weil ich immer wieder auf dieses Thema treffe. Also das betrifft mich als Mensch und auch als sag mal, als Fachkraft. Ja? Also ich muss wirklich immer gut schauen und ich habe da mittlerweile so eine Art inneren Beobachter etabliert. Ja? Also der klopft mir auf die Schulter und sagt er mal freundlich, hier Reinke, ist mal wieder soweit. Ne? Mhm. Ja. Und der flüstert mir auch immer wieder ein Wort zu, was mir, manchmal sind es so kleine Anker, kleine Wörter, die mir helfen, so ein bisschen runterzufahren. Das Wort Genugtuung zum Beispiel. Sage ich zu Kollegen und Kolleginnen immer wieder, übt euch bitte in Genugtuung. Und was bedeutet das? Das bedeutet, am Ende des Tages oder auch mal zwischendurch innezuhalten und für sich festzustellen, es ist genug. Ja? Ich habe genug getan für heute. Mhm. Scheiß doch der Hund drauf. Mhm. Und ich bin viel an Schulen. Und wenn die Atmosphäre so beschaffen ist, dass die Menschen persönlich sich mitteilen, die meisten sagen, auch mit so einem leicht angedeuteten Lächeln, ja, ich neige zum Perfektionismus. Das haben die meisten. Die meisten haben das. Und alle wissen, also auf dieser Ebene, alle wissen, perfekt geht nicht. Und trotzdem werden wir angetrieben von einem Anspruch, von einem Perfektionismus, der ja viel älter ist oder der viel mehr Jahre auf dem Buckel hat als unser LehrerInnen-Dasein. Das ist ja etwas, was zu tun hat mit unserer Erziehung. Wann wurde uns das eingegeben? Als Menschen, ja. Und da sind wir dann schnell, denke ich zumindest, in unserer Kindheit, in unserer Jugend. Wir sind auch durch ein Schulsystem gegangen, ja. Und wir sind sehr leistungsorientiert groß geworden und dann auch Lehrer und Lehrerinnen geworden. Und was noch hinzukommt, wenn ich das noch sagen darf, der Jesper Juhl hat das immer sehr schön beschrieben, der hat unterschieden zwischen dem Selbstwertgefühl, das ist das, was mich als Mensch ausmacht. Und kurz beschrieben, was ist ein gesundes Selbstwertgefühl? Wenn ich in den Spiegel schauen kann, um festzustellen, so wie ich bin ich okay. Ja, also die Falte gestern war noch nicht da und die Haare müssen auch mal wieder und die 5 Kilo und so. Aber ich bin als Mensch in Ordnung. Das passt schon. Das ist diese existenzielle Ebene. Die andere Ebene, und auf der Ebene sind wir vor allen Dingen, denke ich, groß geworden, das ist diese Ebene des Selbstvertrauens. Das ist das, was sich speist durch Leistungen in bestimmten Bereichen, zum Beispiel Schulleistungen oder jetzt die Leistungen als Lehrer und Lehrerinnen. Und was
glaube ich, ganz, ganz viele von uns, ich auch, in sich drin haben, ist so eine Vermengung, so eine Gemengelage, eine Mischung aus, ich als Mensch bin erst dann wertvoll, wenn ich ganz viel leiste und wenn ich ganz viel Anerkennung für das bekomme, was ich tue. Ja, also Human Doings und Human Beings, so ein bisschen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Grund dafür, dass viele von uns bis zum Anschlag arbeiten, all in, jeden Tag, ja, volles Rohr und immer noch nicht zufrieden sind. Die hängen abends auf dem Sofa, die Zunge hängt sonst wo und dann kommt dieser Gedanke, der da lautet, also das hätte ich besser machen müssen und das, da hätte ich anders reagieren müssen. Ja, und das kann man, was weiß ich, Elternabend, kurzes Beispiel, mal angenommen, wir haben einen Elternabend, da kommen 20 Eltern oder 40, ist wurscht. Ja, und nur mal theoretisch angenommen, 19 Eltern kommen am Ende des Abends zu dir und sagen, Lydia, Frau Klaes, das war herrlich, vielen Dank. Endlich haben wir das mal erlebt. Und dann kommt ein Vater oder eine Mutter und sagt, Frau Klaes, ganz ehrlich, das war nichts, ne? Das wissen Sie auch selber, ne, Frau Klaes. Ja, über wen denken wir nach, wenn wir nachts schlaflos im Bett liegen? Mhm. Klar, ne? Es ist sehr defizitorientiert, sehr negativ behaftet. Die ganze Schulwelt ist sehr defizitär. Mhm. Ja, und dann kommt etwas zusammen, was mit unserer Biografie zu tun hat. Ein anerzogener Perfektionismus. Und der geht sozusagen eine Koalition ein mit dem, was in diesem System als Grundenergie dominiert. Kannst du mir da folgen? Also, ja. Mhm. Ja. Ja. Jetzt warst du gerade ganz kurz weg. Ja. Ja. Also Schule einfach als ein Ort, der sowieso ständig abfragt und überhaupt ein bestimmtes Maß vorgibt. Ich finde, im Prinzip gibt es gar keine Perfektion, wenn ich mit Menschen arbeite, wenn ich vor einer Gruppe stehe. Denn was ist denn perfekt an dir oder für wen ist das denn perfekt, was ich da tue? Ne, jetzt mal denken wir mal über eine Referendariatsabschlussstunde nach, ne, die mit 1,0 bewertet wurde. Das heißt doch eigentlich nur, dass ich die Werte und die Maßstäbe meiner da beisitzenden Prüfer erreicht habe. Das heißt noch lange nicht, dass ich die Schülerinnen und Schüler erreicht habe, die da männchenmachendartig mitgetanzt haben die ganze Stunde, weil sie mich so mögen. Das heißt überhaupt nicht, dass mein Unterricht qualitativ hochwertig ist, an dem ich 3 Wochen oder 6 Wochen lang, nächtelang rumgedoktert habe und mir noch 5 weitere Meinungen geholt. Was ist daran wirklich perfekt? Ist es perfekt, wenn ganz viele Schüler mitmachen? Heißt es, dass sie das verstanden haben? Oder was ist mit denen, die gar nicht zugehört haben, weil wir gerade Liebeskummer haben? Oder mit denen, die eigentlich eher haptisch lernen und das sowieso gleich wieder vergessen? Was ist denn überhaupt perfekt in der Schule? Ja. Perfekt ist nur das, was irgendjemand mit einer 1, mit einem sehr gut oder mit diesen Rahmenrichtlinien als an dieser Stelle richtig tituliert. Und wer hat das Recht dazu, das zu tun, wenn wir mit ständig sich verändernden Menschen und Generationen zu tun haben? Ne? Das ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Also deswegen habe ich mit Auszeichnung bestanden. Ja. das hatte damit zu tun, dass ich echt ein Großmeister darin war, in diesen dusseligen großen Unterrichtsvorbereitungen die Schülerantworten zu antizipieren, die dann wirklich kamen. Und dafür wurde ich gefeiert. Ja. Und da sagten die Prüfer am Ende der Prüfung, also Herr Reinke, wir haben mal geguckt, die Antworten, die Sie hier vorausgesehen haben, genau diese Antworten kamen. Und ich dachte damals schon, was ist denn das für ein Leben? Ja. Und selbst wenn, nur mal angenommen, sage ich zu Eltern, ich mache ja auch Elternberatung, selbst wenn es uns gelänge, was nicht geht, aber wenn es uns gelänge, in irgendeiner Weise perfekt zu sein, wäre genau dies die Vollkatastrophe. Ja. Was wären wir für Rollenmodelle, wenn wir wirklich keine Fehler machen würden? Ja. Das ist ein Albtraum. Stell dir mal vor, dein Mann wäre perfekt. Der wird dann, nach 3 Tagen würdest du gehen, garantiere ich. Ja. Nach 2. Ich würde da gar nicht hingehen. Ja, ich denke auch, wir müssen als Lehrkräfte Vorbilder sein im Fehler machen. So richtig mit Schwung müssen wir Fehler machen und dabei noch ein weites Grinsen aufsetzen, weil das zum Leben dazugehört. Damit Schülerinnen und Schüler einfach merken, dass sie in Sicherheit sind. Denn das steckt ja in uns allen drin, so diese
auf Fehlern. Es ist uns ja angeboten worden, auch evolutionär bedingt, dass wir immer auf der Suche nach dem Säbelzahntiger im Busch möglichst vorsichtig waren, geguckt haben, schnell weiter erzählt haben, dass da irgendwo eine Gefahr lauert. Also diese Negativbrille, die sitzt ja ganz, ganz tief. Und deswegen versuche ich durch meine Arbeit halt auch bewusst immer, deswegen heißt es der positive Lehrer-Podcast, und alle Webinare sind darauf ausgerichtet, wirklich diese, nicht rosa Brille, du hattest neulich eine goldene Brille auf, das fand ich ziemlich cool. Also wirklich bewusst zu sagen, okay, ich bin ohne Brille auf die Welt gekommen und mit einer ganz großen Vorsicht, dass mir auch nichts passiert. Denn früher, vor 100.000 Jahren, war ein Fehler nun mal Todesurteil. Ne? Entweder der Säbelzahntiger hat mich geschnappt oder mein Rudel hat mich verstoßen, weil ich einen Fehler gemacht habe. Und genau das passiert ja, wenn ich jetzt vor einer Gruppe von 30 Leuten stehe und mich irgendwie zum Affen mache, dann schwitze ich und keuche ich innerlich genauso wie meine Vorfahren damals. Ja. Dann zu sagen, okay, wer in diesen Beruf will, der muss erstmal hier, da bitteschön, hast du deine goldene Brille im ersten Semester und die musst du jetzt regelmäßig putzen und jetzt geh mal auf die Suche und guck mal, was du alles so findest in dieser Schule, in diesem Schulsystem. Und dann stärk das mal, polier das mal, stell das mal heraus. Ne? Geh mal so auf Goldsuche sozusagen, danach auf Schatzsuche. Und gerade in den Schülerinnen und Schülern, die halt nicht funktionieren, wirklich zu gucken, wo ist da der Goldschatz drin und den zu heben, das gibt ja diesem Beruf auch so eine Sinnhaftigkeit. Und wenn du da reinwachsen dürftest, dann würdest du doch jeden Morgen im Referendariat aufstehen und sagen, ja, geil, heute darf ich wieder los und gucken, was für geniale Zukunftsköpfe da wieder sitzen. Oh. Diese Fehlerfreundlichkeit, über die wir ja auch gerne mal referieren, ne? Also zum Elternabend, also liebe Eltern, ihre Kinder dürfen Fehler machen. Meinst du das aber wirklich genauso? Ja? Wie schön wäre es, wenn wir Frieden schlössen mit unserer Fehler? Anfälligkeit. Ne? Mhm. Macht das eine Übung, ich kann die jetzt hier nur beschreiben, die kann jeder hier mitnehmen zum nächsten Elternabend. Man legt, was weiß ich, 15 ganz einfache, gelöste Mathematikaufgaben auf den Boden oder klebt die an die Tafel. Und eine Aufgabe ist falsch gerechnet. Alle anderen sind richtig. Ja? Dann hängt man die dahin und fragt in die Elternrunde, liebe Eltern, was fällt Ihnen auf? Und immer kommt sofort, die eine Aufgabe ist falsch. Und das sind, weißt du, was ich meine? Und das wie wir ticken. Und natürlich hat man in solchen Runden auch Eltern, häufig Väter, die sagen, ja, muss man jetzt alles toll finden oder was? Oder man muss doch die Fehler auch und so weiter und so fort. Mhm. Darüber können wir ja sprechen. Ich will nur darauf aus, dass wir insgesamt so ticken. Ja. Nicht nur bezogen auf Mathematik. Wie viele Lehrer und Lehrerinnen sind zutiefst also belastet dadurch, dass sie mit sich nicht einverstanden sind. Mhm. Die reißen sich jeden Tag den Arsch auf. Jeden Tag. Ja. Und sind nicht zufrieden. Und natürlich sind die dann extrem anfällig für Kritik. Das ist ja fast witzig. Und ich meine das nicht zynisch. Das ist fast witzig, dass wir Lehrer und Lehrerinnen jeden Tag junge Menschen, oftmals auch Eltern, auf vermeintliche Fehler hinweisen. Werden wir aber auf Fehler hingewiesen, dann gehen wir richtig ab. Ne? Also da geht es steil. Ja? Ja. Und woran liegt das? Dass wir doof sind? Natürlich nicht. Sondern das liegt, glaube ich, daran, dass so unglaublich viel Stress in uns ist. Also da kann man sich das gar nicht leisten, kritisiert zu werden. Ja. Ja, das tut weh, gerade wenn ich hinter einer Sache sehr stehe, dafür brenne, die verteidige, dafür losgehe, unheimlich viel Mühe mache und dann kriege ich eins aufs Dach. Also ich bin da natürlich besonders sensibel, vor allem weil ja auch die Wertschätzung vielerorts fehlt. Ja. Und wenn dann das Einzige, was zurückkommt oder das Schmerzhafteste, was zurückkommt, das Intensivste, die Kritik ist, dann geht das natürlich tief. Achtung, Werbung. Genau deswegen gibt es Ende Mai eine Lockerlehrer-Lernbar zum Thema Umgang mit Kritik. Daran wachsen. Weil wir das in unserem Lockerlehrer-Training tatsächlich eine Woche angeboten haben für die TeilnehmerInnen. Wie man mit Kritik, wir haben richtig so ein Vier-Schritte-Programm entwickelt, wie man mit Kritik so umgeht, dass man daran wächst. Ja. Einfach auch mit dem Bewusstsein dafür, dass alle Menschen mit unterschiedlichen Werten unterwegs sind. Das heißt, die müssen nicht verurteilen dürfen. Ja. Ich kann ja gar nicht jedermanns Werte bedienen. Das wäre doch schrecklich, wäre doch schlimm, wenn das so wäre, wenn wir alle gleich. Und jemand, der
jetzt mich nicht kritisiert, ne, das so stehen lässt, vielleicht auch aus dem Kollegium oder jetzt Referendariat bezogen, wenn die Ausbilder jetzt einfach mal sagen, ja, machen Sie mal ruhig so, wie Sie wollen, die schneiden sich doch ins eigene Fleisch, weil sie dann gegen ihre eigenen Werte handeln sozusagen. Und das aber richtig einzuordnen und richtig daran zu wachsen, also ich sage immer, Kritik wird durch dich erst konstruktiv. Und du darfst nicht sagen, ne, der und der kann dich konstruktiv kritisieren, das ist dessen Schuld. Nee, du musst lernen, und das gehört für mich auch mit zur Ausbildung, wie du genau mit diesem Feld umgehst, wo wir tagtäglich selber bewerten müssen. Ne, wir gehen rein und sind die ganze Zeit nur mit dieser Bewertungsmütze hier. Wer hat sich wie oft gemeldet und welche Note? Und mit dieser Brille sind wir unterwegs. Und schwupps sind wir eigentlich auch mit drin. Ja. Ich glaube, dass wir dadurch uns auch ständig bewertet und beurteilt fühlen. Und das geht, ist ja einfach Stress. Was, das kannst du ja messen im Körper, was es mit einem macht, wenn du das Jahr um Jahr erlebst. Ja. Und das ist natürlich, das ist sau anstrengend. Und manche von uns führen dann auch so eine Art Doppelleben. Ne? Also die merken, also nach außen hin sind die richtige Lehrer, also in so einem LehrerInnen-Kostüm. Ja? Das erlebt man auch oft bei angehenden Kollegen und Kolleginnen. Mhm. Die sind eigentlich völlig, also die sind witzig, cool und talentiert. Und auf dem Weg in Richtung Klassenraum gibt es so eine Art Metamorphose. Ne? Bauen sie auf und spielen Lehrer und Lehrerin, was natürlich heute überhaupt keinen Eindruck mehr macht. 0,0. Ja. Und manche finden dann im Laufe der Zeit für sich heraus, oh, die ganze Geschichte hat auch was mit mir zu tun. Mhm. Ja, also nicht die Schüler und Schülerinnen und nicht die Eltern. Und dann wird es manchmal gefährlich, weil dann die Quintessenz gezogen wird, dann bin ich halt schuld. Und es geht ja nicht um Schuld, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Vor allen Dingen auch dafür, was die ganze Geschichte mit mir als Mensch macht. Und das finde ich nach wie vor, das ist fast ein Verbrechen. Dass man angehende Kollegen und Kolleginnen nicht ermutigt, sich selbst auf die Spur zu kommen als Mensch. Wenn ich mich in meiner Ausbildung, in meinem Menschsein noch nie beschäftigt habe, zum Beispiel mit meiner Wut, mit meiner Trauer, mit meinen wunden Punkten, mit meiner... Schade, schade. Spannende Stelle. Aber leider ist an dieser Stelle Andreas' Handy abgestürzt. Und somit mussten wir kurz unterbrechen, was aber mit dazugehört, wenn man über Perfektion ablegen spricht, oder? Zwinker. Jetzt geht's weiter. Ja, moin, hallo. Mein Handy war aus. Ach. Und das ist aufgeladen. Das ist ja... Okay. Ja, keine Ahnung. Ja, aber jetzt haben wir das auch abgehakt. Weißt du, was mir auch immer hilft gegen Perfektionismus, um dann nochmal den Bogen zu schlagen, mir vor so einer Veranstaltung schon zu sagen, das wird nicht perfekt. Da wird garantiert irgendwas schiefgehen. Mal sehen, was wohl schiefgehen wird heute. Meistens ist es irgendwas mit der Technik. Und so geht man gleich viel entspannter an sowas ran. Aber genau das ist es ja auch, was uns helfen kann. Zum Beispiel auch, was weiß ich, sich vor Schultagen oder auch vor Elternabenden mal andere Gedanken zu gönnen. Ja? Also Elternabend. Für wie viele Lehrer und Lehrerinnen sind Elternabend totaler Stress? Weil sie auch hier wieder meinen, sie müssten das alles perfekt machen. Sie müssten in einer bestimmten Art und Weise wirken. Und sie müssen alles im Griff haben. Perfektionismus hat aber was zu tun mit Kontrolle. Mhm. So, und wenn ich aber so mutig bin, dass ich mich den Eltern zumute, im besten Sinne, kann das Eis so dermaßen schmelzen. Ich hab's probiert. Ja. Ich hab's gemacht. Ich habe am Anfang von den Elternabenden gesagt, liebe Eltern, ich muss Ihnen was sagen. Ich bin gerade ganz schön aufgeregt. Mhm. Ich habe Angst davor, dass ich hier irgendwas heute nicht auf die Reihe bekomme. Bravo. So, und dann sieht man, es ist riskant. Authentizität ist immer riskant, ja. Aber dann sieht man wirklich in dieser Runde Eltern, die ja selbst mit Angst in den Elternabend kommen, da siehst du richtig, wie einige so, oh, endlich ist da mal ein Mensch. Ja, richtig. Mhm. Und das brauchen wir. Es muss menscheln an unseren Schulen. Mhm. Ja. Ja, das ist Beziehungsaufbau der Extraklasse, finde ich. Sich selbst einfach mit Fehlern und verletzlich zu zeigen und damit seinem Gegenüber automatisch die Erlaubnis zu geben, dasselbe zu tun. Ja. Denn wir verlangen Eltern unheimlich viel ab. Die haben sich uns als Lehrkräfte ihrer Kinder nicht ausgesucht. Nee. Vielleicht hätten sie es, aber ich weiß es nicht.
Also nicht vielleicht, weiß nicht. Aber die müssen uns das Wertvollste anvertrauen, was sie haben, jeden Tag. Sie müssen die Tränen trocknen, sie müssen ungerechte Bewertungen mit aushalten. Dabei haben sie vielleicht selber auch noch so ein Schultrauma in sich und das stülpen sie da auch, geben sie rein, auch mit rein ins Spiel. So, und wenn wir jetzt kommen und dann auch noch den Hampelmann machen, dann wie sollen wir denn dann eine Kultur der Zusammenarbeit herstellen? Ja. Das ist eigentlich unmöglich, denn das braucht Vertrauen und das braucht, ja, und das braucht was herrscht. Und damit ich jemandem vertrauen kann, muss der was von sich zeigen. Und wir liegen einander ja nicht nur aufgrund dessen war, was wir sagen und wie stabil wir da standen und wie toll wir das da alles organisiert hatten, sondern wir nehmen uns ja auf einer ganz anderen Ebene auch noch wahr, was ja kein Mensch irgendwie begreifen kann. Ja. Und deswegen, die riechen das förmlich. Und Schüler riechen das erst recht, wenn man nicht echt ist. Das sind ja diese Kooperationsphänomene. Ja? Also Kooperation ist ja nicht, Anton bringt mal den Müll raus und Anton bringt den Müll raus und bringt Tulpen mit auf dem Rückweg und überreicht sie uns. Das ist ja so ein bisschen dieser Traum, ne? Dass die Hausaufgaben machen und das toll finden. Und danke, Frau Klaas, dass ich Hausaufgaben machen durfte. Also Kooperation bezieht sich ja auf alles, was sich auf dieser Ebene der Beziehungen abspielt. Das dazwischen an sich. Das heißt, wenn ich ein Rollenspiel aufführe, im Elternabend oder auch im Unterricht, werden sich meine SchülerInnen zu diesem Rollenspiel auch verhalten. Entweder direkt oder eben spiegelverkehrt. Ne? Ja. Und da gibt es eben Schüler und Schülerinnen, die testen keine Grenzen aus. Das ist ein Märchen. Das ist ein Märchen, sondern die wollen wissen, wer du bist. Genau, so bin ich bei dir dran. Mhm. Ja, bist du jetzt der, der das sagt, was er oder sie sagt? Oder bist du derjenige, der gerade was ganz anderes ausstrahlt? Mhm. Und deswegen werbe ich wirklich natürlich nicht irgendwie, Authentizität ist kein Freifahrtschein, aber ich werbe dafür, dass wir uns wirklich trauen, uns persönlicher zu zeigen. Mhm. Sowohl Eltern gegenüber als auch Kindern und Jugendlichen. Ja. Ja, das kann so viel bringen. Und der Witz ist ja, man kann natürlich all die wunderbaren Bücher lesen, zum Beispiel vom Jesper Juhl, was ich wirklich sehr empfehlen mag. Aber was an der Stelle wirklich hilfreich sein kann, das ist ja kein Hexenwerk, ist, dass wir uns fragen, als Menschen, was brauche ich auf der Beziehungsebene? Ja? Mhm. Wenn ich zu dir sage, ja, Schatz, ich habe Angst davor, morgen wieder zur Arbeit zu fahren, weil mein Chef ist ein Arsch. Mhm. Und dann sagst du zu mir, also Andreas, deine Angst, die bildest du dir auch nur ein. Mhm. Ja? Du musst, glaube ich, mal wieder zum Therapeuten. Das ist doch keine Beziehung, das können wir nicht machen. Ja. Sowas dürfen wir nicht sagen. Wir dürfen auch zu Eltern nicht sagen, sie müssen uns schon vertrauen. Das ist total anmaßend, das geht nicht. Sie müssen mal loslassen. Mhm. So geht keine Beziehung. Ja. Oh, hast du so recht. Und was tun wir Kindern da an, wenn wir sie zwingen, ein total menschliches, nachvollziehbares und vielleicht sogar richtiges Gefühl einfach zu verdrängen? Ja. Die Kinder spüren ja ganz genau, was hier richtig oder falsch ist. Und dann schulen wir sie zum Therapeuten, Schulpsychologen oder sonst wohin, damit sie irgendwie weitermachen, obwohl alles in ihnen schreit. Und ich glaube, dass wir da auch ganz viel kaputt machen können, was Jahre nach der Schulzeit bei vielen Kindern braucht oder was man auch bei Abiturientinnen oft gemerkt habe, dass die wirklich verlernt haben zu wissen, wer sie eigentlich sind. Ja. Das fängt ja auch bei den Lehrkräften an, merke ich so in unseren Lockerlehrertrainings. Wir haben da in der ersten Woche, da geht es um Lehrerpersönlichkeit. Wer will ich eigentlich sein? Und das fängt manchmal an mit der Frage, wer will ich denn gewesen sein? Wie sollen denn meine Schüler irgendwann mal auf Klassentreffen in der Kneipe über mich reden, wenn ich 80 bin? Ne? Ja. Was sollen die Dinge sein, die man von mir erzählt? Was ist mir da wichtig? Ja. Und dann habe ich mal eine Meditation aufgenommen dafür, wo es darum geht, so eine Future-Teacher-Meditation, wo man so alle alten, diese alten Werte, die gar nicht meine sind oder die ich irgendwo her habe, wo man die ablegt. Und die habe ich einmal live gemacht in so einem Training. Beim ersten Lockerlehrer-Training war das. Und da hat es echt Tränen gegeben. Ja. Und ich dachte, das darf ich nie wieder machen. Das ist den Leuten so nahe gegangen, weil viele gemerkt haben, hoppla, ja, ich habe hier Werte nachgespielt, übernommen, die nicht meine waren. Und genau das ist der Knoten im System, warum ich an meine Kids nicht rankomme, warum ich mit den Kollegen nicht warm werde. Also da steckt so viel drin. Ja. Deswegen, also wie bleibt man selbst? Ne, indem man nicht in die Vorlesung geht, so wie du es gemacht hast. Keine Ahnung. Also erstmal will ich dich natürlich ermutigen, genau diese Übung immer wieder zu machen.
Weil was ich merke in meinen Veranstaltungen ist, natürlich ist oft die Erwartungshaltung, ich meine das wirklich nicht anklagend, gar nicht, nie. Die Erwartungshaltung ist oft, da kommt jetzt ein Referent und schüttet ganz viel Wissen aus, ne, irgendwas zum Downloaden. So. Mhm. Aber auf der Ebene erreiche ich zumindest gar nicht so viel. Also ich glaube, ich erreiche dann was, wenn ich so einen Erfahrungsraum ermögliche. Und in dem kann es eben auch mal schmerzhaft sein. Oder auch sehr wohltuend. Oder schön. Oder traurig. Oder was auch immer. Auf dieser Ebene, glaube ich, können wir jeder auf seine Weise eine Menge bewegen. Ja, auch in einem Kollegium. Wie kann man das bewahren? Ich hab eine Zeit lang so Seminare gemacht an der Uni. Und da habe ich die jungen Leute, ich bin ja auch schon so steinalt, habe ich gefragt, warum wollt ihr Lehrer werden? Mhm, ja. Und erstmal haben sie große Augen gemacht und sagten dann, das ist merkwürdig, ich bin seit 6 Semestern dabei, das habe ich noch nie irgendjemand gefragt. Noch nie. Ja. Ja. Und da waren wir im Gespräch. Das ist ja genau das Thema, ja. Ja. Am Ende der Veranstaltung habe ich immer gesagt, liebe Leute, kauft euch bitte eine schöne Pflanze, irgendwas. Kann auch ein Kaktus sein, ist wurscht. Und dann stellt euch bitte vor, dass diese Pflanze für eure echten Werte steht. Und eure Hausaufgabe ist es, jeden Tag nach der Schule, vor der Schule, diese Pflanze zu gießen. Also das Schützen, was da ist, das halte ich für extrem wichtig. Ja. Für ganz, ganz wichtig. Meine Mutter sagte immer, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und ich habe selbst erlebt, ich habe in einer Zeit, in der ich an einer staatlichen Mittelschule war, habe ich schon Texte geschrieben und jeden Morgen vor der Schule geschrieben, auf Facebook rausgehauen, über Gleichwürdigkeit und Respekt und so Zeug. Und da ging ich in die Schule und aus einer großen Not heraus, das will ich gerne betonen, das passiert ja oft nicht aus einer inneren Überzeugung, sondern aus der Not heraus. Ich habe aus der Not heraus Schüler und Schülerinnen vor die Tür gestellt, habe die angeschrien, habe extra Aufgaben verteilt. Mhm. Ja. Und obwohl ich eine ganz alte, andere Haltung in mir trug. Und da bin ich wieder bei diesem System, und ich will auch nicht die Verantwortung für mein Verhalten komplett nur auf das System entsorgen. Das ist auch nicht gut. Ja. Ja. Aber diese Enge des Systems, die Grund, sag ich mal, Annahmen in unserem System machen es so wahnsinnig schwer für uns Lehrer, die zu sein, die wir wesensgemäß sind. Ja. Und auch für Schüler und Schülerinnen aus ihrer Integrität heraus zu handeln. Ja. Was machen wir, wenn ein Schüler, was weiß ich, 7 Jahre alt, zu uns kommt und sagt, ich will jetzt kein Mathe machen? Ja. Was machen wir damit? Mhm. Ja. Wie oft machen wir daraus reflexartig ein Problem draus? Ja, das geht nicht, deine Eltern müssen kommen, was ist das für ein Arbeitsverhalten und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen ist das Ausdruck einer psychosozialen Gesundheit. Da ist ein Mensch, der sagt, ja, ich will oder nein, ich will nicht. Ja, genau. Ja? Und wie viele Menschen, auch wir, also ich weiß nicht bei dir oder was, aber wie viele Menschen müssen dann unter großen Anstrengungen später genau das wieder für sich wiederentdecken. Ja. Zu lernen, ja, ich will das und nein, ich will das nicht. Ja. Das klingt so einfach. Ja, aber ich weiß ganz oft nicht, was ich will. Ganz oft nicht. Nee. Entscheidungen sind ja auch immer mit Kraftanstrengung verbunden. Ja. Und wenn ich nicht gelernt habe, auf mein Gefühl zu hören, weil ich das nicht durfte, weil jetzt nur mal Mathe auf dem Plan stand, dann verlerne ich das ja auch. Na, dann kann ich ja gar nicht impulsiv sein und sagen, was ich will. Da muss ich ja immer erst überlegen, ja, was darf ich denn jetzt gerade wollen? Ich glaube, das ist das, was Kinder in der Schule so lernen. Ne? Ja, das Bravsein, Funktionieren, das Unterdrücken. Und ich will das nicht alles schlecht reden, um Gottes Willen. Ja. Ich bin davon überzeugt, deswegen nenne ich meinen Kongress ja auch ziemlich beste LehrerInnen. Und ich meine damit nicht 3, 4. Ich meine damit Tausende. Ja. Das weißt du genauso wie ich, da sind wunderbare pädagogische Fachkräfte an unseren Schulen. Und leider geht es vielen von denen nicht gut. Mhm. Und viele von denen hängen auch den Beruf an den Nagel, obwohl sie es eigentlich drauf haben. Das ist ein bisschen anmaßend, ja. Aber ich glaube, ich kann das schon einschätzen. Da sind so tolle Leute an unseren Schulen und die verschleißen sich in einem Setting. Ich habe heute Morgen mit Matthias Völchert ein Interview geführt. Das ist der Leiter von Family Deutschland.
Und der kriegt da auch immer Puls und sagt, Leute, okay, Beziehungskompetenz, alles gut, alles schön. Aber macht euch bitte klar, dieses Schulsetting ist eine Katastrophe. Mhm. Ja? Und dafür, dass es eine Katastrophe ist, sind da, ich betone es nochmal, ist das ein Wunder, dass so viele Lehrer und Lehrerinnen in diesem Elend dafür sorgen, dass da eben doch was geht. Ja. Ja? Die haben es, die spüren es, die wissen und spüren, es ist wichtig, zum Beispiel morgens in der Klasse mit einem ehrlichen Interesse in die Runde zu fragen, wie geht es euch? Hm. Aber nicht, weil ein guter Lehrer das so macht, sondern weil die als Menschen spüren, wir brauchen das. Ja. Genau das brauchen wir. Und das ist viel wichtiger als ein goldenes Perlmaterial, aus meiner Sicht. Ja. Ja, vielleicht auch einfach, weil man wissen möchte, wie es seinen lieben Schülerinnen und Schülern geht, weil man eine Beziehung zu ihnen hat, weil man sieht, wie ihnen Gesichtszüge entgleisen oder spürt, dass irgendwas nicht stimmt. Und das geht, wie ich finde, am besten, wenn man halt nicht überfrachtet ist mit Vorbereitungen und mit Perfektion, um wieder so den Lenker dahin zu bekommen. Du hast auch gesagt, du tendierst ja auch dazu, diese Falle zu nehmen. Und ich glaube, viele unserer Zuschauer und Zuschauerinnen geht es ähnlich, denn viele sind hier auf Instagram, um sich inspirieren zu lassen, um bessere Lehrer zu werden, um noch mehr Material zu finden. Was waren denn bei dir so die Stolperfallen in der Schule? Wo hast du, wenn du jetzt so mal zurückblickst, vielleicht am ehesten zu viel Perfektion walten lassen, wo du jetzt im Nachhinein gesagt hättest, nee, mal locker, Reinke? Also es mag jetzt ein bisschen paradox wirken, aber ich habe vor allen Dingen an den Stellen, an denen ich was Neues für mich entdeckt habe, den alten Perfektionismus herausgeholt. Ich kann nämlich auch, und ihr könnt mich ja für verrückt erklären, ich kann mich auch jetzt aus diesem Treffen herausgehen mit der Erkenntnis, also Perfektionismus wähle ich ab. Und dann kann Folgendes passieren, dann versuche ich mit meinem alten Perfektionismus meinen Perfektionismus abzulegen. Verstehst du, was ich nie wieder so. Mhm. Und ich hab so immer schon so Nordstern-Gedanken gehabt. So habe ich zum Beispiel in der Uni einen Satz kennengelernt, den fand ich toll und der entsprach auch so meiner Haltung. Der Satz lautete: Individualisierung ist das kardinale Prinzip aller Grundschularbeit. Und alle reden über Individualisierung, ja, alle. Und das ist super. Remo Lago hat darüber geredet, Hüte, alle. Bloß, was machen wir jetzt genau daraus? Ja, wenn ich jetzt mit diesem alten Perfektionismus und mit diesem Satz in die Schule gehe, dann gehe ich irgendwann am Stock. Mhm. Und genau das ist mir passiert. Ich habe mich fast zu Tode individualisiert, weil ich dachte, ein guter Lehrer muss alles und immer und ständig individualisieren. Mhm. Ja? Und das war furchtbar. Und da habe ich gemerkt, das macht mich nicht zu einem guten Lehrer. Und dann bin ich mehr und mehr in die Richtung gegangen, also der beste Lehrer, der ich sein kann, kommt dann zum Tragen, wenn es mir gut geht. Und dann habe ich auch mal zwischendurch mir so Aufgaben auferlegt, wie zum Beispiel für die Stunden morgen bereitest du dich nicht vor, aber nicht, weil du eine faule Sau bist, sondern um mal die Erfahrung zu machen, was passiert eigentlich, wenn du nicht so super perfekt vorbereitet bist. Und siehe da, das waren oft Sternstunden. Ja. War ich völlig lockerer Lehrer. Habe auch gesagt, Leute, weißt du, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Was machen wir heute? Und was, erzähl mal von dir, was war das bei dir? Hattest du auch so Falldinger, Fallstricke? So klassische? Oder immer wiederkehrende? Glaube ich, so überall mal hier und da ein bisschen. So ein bisschen zu lange an einem Arbeitsblatt rumgetüftelt, weil es so einen Spaß machte und man das dann hier noch ein bisschen schöner und da noch ein bisschen schöner. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie sensibel man auch für gewisse Dinge ist. Also ich glaube, dass das, gerade wenn man so ein kreativer Mensch ist und viele Ideen hat, dann muss man sich ständig selber zügeln, um nicht noch eine Schippe drauf zu bauen und sich selbst die Maßstäbe immer höher zu schrauben. Ne? Ja. Innerhalb des Klassenzimmers war ich da aber auch ziemlich schmerzbefreit. Ich habe so oft meine Unterrichtsplanung irgendwie komplett sausen lassen. Und Gott sei Dank, die erste Schule, an der ich dann nach dem Referendariat war, die hat das auch zugelassen. Ich weiß noch, bei meiner Verbeamtungslehrprobe, war ja gar keine Lehrprobe, ich sollte mal ein bisschen, Lydia, wir müssen dich jetzt auch mal verbeamten, ich komme da mal vorbei, aber
Ne? Also die haben zum Beispiel, das fand ich ganz toll, die Verbeamtung, also die Lehrprobe wurde immer von der Schulleitungskraft besucht, die einen am liebsten mochte. So, damit das möglichst gut ausfiel. Und dann ist sie gekommen und dann habe ich die Stunde mit den Schülern einfach verquatscht. Ich hatte zwar was vorbereitet, aber irgendwas war passiert, sodass wir wirklich 45 Minuten nur gequatscht haben. Und das war okay. Weil die mich als Persönlichkeit gesehen hat, wahrgenommen hat in der Klasse. Und das ist einfach genial. Ja. Aber es ist nicht selbstverständlich. Denn wir haben nun mal alle gewisse Lehrerpersönlichkeiten im Hinterkopf. Das haben wir gelernt. So funktioniert Schule. Und das erstmal abzustreifen, dafür müssen wir erstmal jemanden haben, der uns die Erlaubnis gibt. Und dann müssen wir erstmal selber lernen, uns die Erlaubnis zu geben. Auch unter Stress. Ja. Zu sagen, ich darf jetzt trotzdem unperfekt sein. Ich darf jetzt einen Fehler machen. Aber wie gesagt, man sollte sich wirklich jeden Tag über jeden Fehler im Klassenzimmer freuen, den man macht, weil man jedes Mal wieder einem Kind beibringt, du darfst Fehler machen, du darfst so sein. Guck mal, es passiert gar nichts Schlimmes. Ne? Darüber lachen. Ja, und dazu gehört für mich auch unbedingt, dass wir mal ernsthaft versuchen, den Ball so ein bisschen flach zu halten. Ja. Also an diesem Perfektionismus ist ja auch oft gekoppelt so ein immenser Antrieb. Ne? Mhm. Also viele Lehrer und Lehrerinnen halten es ja gar nicht aus, wenn sie im Schulalltag also oder in den Klassen nichts zu tun haben. Die müssen immer gebraucht werden. Ja. Und habe ich auch erlebt. Ja? Und dann rennt man da rum wie so ein Duracell-Häschen, wundert sich darüber, dass seine Schüler und Schülerinnen unruhig werden. Mhm. Aber auch das sind ja Kooperationsprozesse. Also erlaube ich mir, dass ich mich in einer Stunde mal für 10 Minuten hinsetze und an meinem Kaffee nippe. Ich meine das wirklich ernst. Ja. Weil was wir ja brauchen, sind nicht nur abstrakte Ideen oder Zeug irgendwie, sondern wir brauchen ja irgendwie Leitplanken. Hm. Ja? Und für mich waren zum Beispiel Leitplanken, ich habe das wirklich gemacht. Ich habe mir kleine Schildchen auf meinen Lehrertisch geklebt, da stand drauf, setz dich hin. Ja, sehr gut. Oder trink einen Kaffee. Ja. Also völlig banal, ja. Aber es hat mir geholfen. Oder auch so Formulierungen von Jürgen Reichen, qualifiziertes Nichtstun. Das sind so Dinge, ja. Die haben mich dann oftmals ein bisschen auf den Boden geholt. Ne? Oder was habe ich neulich gehört von einer Kollegin, immer, wenn man durch die Schule geht, hat man so eine Art Vertrag mit der Treppe. Das heißt, immer wenn ich auf dieser Treppe hochgehe, halte ich innerlich inne, und spüre, wie es mir gerade geht. Ja. Brav. Wenn ich das meinem Bruder erzählen würde, der ist auch Lehrer, aber der tickt ganz anders, der war immer bei den Vorlesungen, der würde jetzt zu mir sagen, Reinke, jetzt bist du richtig verloren. Dieses ESO-Gedudel. Ja. Aber das ist scheißegal. Entscheidend ist, was tut mir gut? Mhm. Und das kann für mich etwas anderes sein als für dich. Mhm. Ja. Ja. Ich genauso. Wir sind ja beide Religionslehrer. Ich sage immer gerne, Schule, ein Leib, viele Glieder. 1. Korinther Brief. Unser Lehrerzimmer ist einmal zu messen oder zu vergleichen, sondern muss mir zugestehen, dass ich was anderes brauche, dass ich was anderes zu geben habe. Und umgekehrt halt auch, das darf so sein. Ja. Und damit darf ich dann auch meinen Schülerinnen und Schülern zumuten, dass nur gewisse Lehrkräfte in meinem Team auch vielleicht mir nicht gefallen, aber die machen dann nicht alles kaputt. Wenn ich damit entspannt umgehen kann, kann ich auch meine Schülerinnen und Schüler auf das Leben gut vorbereiten, auf Widerstände, dass eben nicht alles Heititei ist und nicht alles bedürfnisorientiert. Ja, merken sie selber, aber sie brauchen ein Vorbild, das ihnen zeigt, wie es damit umzugehen ist. Ja. Ich gehe jetzt noch eine Spur weiter, Entschuldigung. Ja. Ich sage immer, also erstmal auf dem Weg in die Klasse bloß nicht ansprechen lassen. Immer diese Kollegen, die nochmal eben schnell was wollen und die dir so voll in deine Energie reingrätschen irgendwo, die du positiv in deine Klasse tragen könntest. Und wirklich dieser Schritt über die Türschwelle sollte immer gestückt sein mit dem Gedanken, so, ich lasse jetzt alles andere draußen, ich bin jetzt voll und ganz für diesen Stall hier da. Und ich bin jetzt offen dafür. Und ich verbinde mich mit denen sozusagen. Ja. Das ist richtig ESO-mäßig. Ne? Aber sowas hilft, sich so eine Ansage zu machen. Und alles andere draußen zu lassen. Umgekehrt genauso, wenn das jetzt eine chaotische Stunde war und ich bin fix und fertig, dann zu sagen, so, ich lasse jetzt das mal alles hier drin und mache die Tür zu, sondern jetzt fängt was Neues an.
Und auf dem Weg in die nächste Klasse lasse ich auch mal alle Gedanken los und zähle stattdessen mal die Türen oder zähle meine Schritte oder gucke, wie viele Leute haben meine Mütze auf. Und dann komme ich wieder, ne, gestärkt in die nächste Klasse, denn die kann ja nichts dafür, dass ich gerade Stress hatte. Ja. Ja, und was für mich an der Stelle immer wieder so als Thema wichtig ist, was brauche ich als Lehrer, als Mensch, um möglichst befreit, sag ich mal, in eine Gruppe zu gehen? Ja. Was brauche ich, damit ich wirklich da bin? Damit ich überhaupt in Beziehung gehen kann? Ja? Und das ist ja auch hier wieder, das sind ja keine völlig abgedrehten Sachen. Das Problem, das viele von uns haben an den Schulen, ist, dass so viel zwischen ich und du steht. Wenn ich zum Beispiel wirklich perfekt vorbereitet bin, mit einer super Unterrichtsvorbereitung, dann bin ich eigentlich, wenn ich in eine Klasse gehe, nur mit dieser Unterrichtsvorbereitung beschäftigt. Ja. Und bin gar nicht bei den SchülerInnen. Mhm. Ja. Das Gleiche gilt auch, das ist jetzt gleich ein bisschen, der Sprung ist ein bisschen gewagt, aber das gilt für mich auch im Bereich dieser ganzen Regeln und Grenzen. Also ich habe nichts gegen Regeln. So, das will ich vorausschicken. Mhm. Ich habe aber was dagegen, dass an unseren Schulen so eine Regel- und Grenzenflut hereingebrochen ist. Und ich weiß es wirklich selbst als Lehrer, es gab Zeiten, da war ich mehr mit diesem ganzen Regelzeug beschäftigt und mit den dahinter stehenden Konsequenzen, als mit dem, was in dem Raum passierte. Ja. Also wir müssen nicht mehr tun, ja, sondern es geht für mich vor allen Dingen darum, sich darin zu üben, sich im besten Sinne auch mal wieder ein bisschen leer zu machen. Ja, weil wir sind so voll mit Plänen, mit Regeln und Grenzen und hier noch und so irgendwie. Da muss man ja wahnsinnig werden. Ja. Und unsere Schüler und Schülerinnen, die interessieren sich nicht für unsere Konzepte. Die interessieren sich nicht für Jess bei Jule. Das ist denen scheißegal. Was die brauchen, sind vor allen Dingen Lehrer und Lehrerinnen, die sie mögen. Ja, mit denen sie gerne zusammen sind, ne? Ja, das ist und dann kann man über andere Dinge sprechen. Aber wenn das nicht gegeben ist, so, und wenn ich jetzt zum Beispiel als Lehrer, als Lehrerin so ein bisschen traurig werde an genau dieser Stelle, weil ich feststelle, eigentlich bin ich Lehrer geworden, Lehrerin, weil ich junge Menschen mag. Und das ist mir ein bisschen abhanden gekommen. Das kann echt bitter sein. Aber dann habe ich zumindest eine andere Perspektive als: Was mache ich nur mit diesen bescheuerten, schwierigen Schülern und Schülerinnen? Ja, die mir das Leben ja nur deswegen so schwer machen, weil ich ja mit diesem Regelwerk da reingehe. Ne? Im Prinzip wollen die Schülerinnen und Schüler aber ja nichts anderes, als sich in meiner Gegenwart in Sicherheit fühlen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was man immer so als Austesten bezeichnet, dass sie einfach wissen wollen, steht der zu seinem Wort, ist der für mich da, sorgt der für Ordnung, sorgt der... Ne, überhaupt ist das ein Mensch, ja, der greifbar. Und das ist halt dieser Tanz, dieses Spiel so mit der, ne, das ist dein Tanzbereich, das ist mein Tanzbereich, wie weit darf ich gehen? Aber das ist ja nicht boshaft oder so, sondern aus diesem Bedürfnis nach Sicherheit, nach Orientierung. Ja, und die, wenn wir die nur liefern anhand von einem vorgegebenen Regelwerk, dann hat das wieder nichts mit uns zu tun. Ne? Vielleicht, wo du das gerade sagtest, passt ja der Satz, weniger tun, und dafür mehr sein. Ja. Also wirklich mehr gucken, wer bin ich denn eigentlich im Klassenzimmer, ja, und nicht, was tue ich im Klassenzimmer, wenn das und das passiert. Und ich weiß ja nicht, wie es den Leuten hier geht. Die können auch gerne was dazu schreiben. Das geht, glaube ich, sogar, ne? Weiß ich nicht. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass viele hier in der Runde genau damit in Resonanz gehen. Ja. Die spüren ja, genau darum geht's. Genau darum geht es. Ja. Und wir merken alle, wie anstrengend es ist, dieses Scheinen wollen. Ich muss jetzt auch in eine bestimmte Art und Weise wirken. Mhm. Weil wie machen wir das? Das machen wir ja nicht irgendwie, das machen wir mit Muskelkraft. Ja? Also das ist sau anstrengend, permanent in so ein Kostüm zu schlüpfen und so zu tun, als wäre man ein anderer als der man ist. Mhm. Ja. Ja. Und das würde ich mir sehr wünschen, abseits der ganzen anderen Dinge, dass wir uns das innerlich erlauben, mit einem guten Gewissen zu sagen, so bin ich.
mit einem guten Gewissen sagen, wisst ihr was, liebe Kollegen und Kolleginnen, ihr könnt ja bis um 18 Uhr hier bleiben, aber heute ist mein Tag, an dem ich um 14 Uhr nach Hause fahre, da lasse ich alles liegen und das Erste, was ich mache, ich trinke erstmal irgendwo ein Cappuccino. Und das mit einem guten Gewissen. Das ist die beste Unterrichtsvorbereitung, die es geben kann. Das ist meine volle Überzeugung. Lockerlehrer. Lass locker. Ja. Lass an richtiger Stelle lockerlehrer. Dann hast du dann, wenn es drauf ankommt, alle Power, die es braucht. Und die dürfen wir nicht damit verschwenden, jemand anderer zu sein, als wir eigentlich sind. Ne? Ja. Kommen wir wieder zurück zum Thema Selbstwert, Selbstvertrauen. Dass man das einfach immer behält. Dass man weiß, hey, ich habe hehre Ziele, ich habe irgendwie mal einen Grund gehabt, warum ich Lehrkraft werden wollte und darauf darf ich vertrauen, dass ich das kann, unabhängig davon, was ich vielleicht im Studium gelernt habe, was ich auch brauche an Handwerkszeug, aber da wieder hin zurückzufinden und dann zu gucken, was brauche ich, damit ich das wieder leben kann, das braucht Entspannung, das geht nur, also zu mir finden kann ich nur, wenn ich entspannt bin und wenn ich zu sehr mit außen bedienen bin, dann ist wieder Schluss mit Entspannung. Ja, ich habe mal eine Kollegin gehabt, die war deutlich älter und auch lebenserfahrener als ich. Ne? Und dann haben wir da so Übungen gemacht. Ich mache immer so viele Übungen in meinen Veranstaltungen. Nach einer Übung gab es einen Konflikt zum Thema Gehorsam und Ungehorsam. Da ging es hoch her. Ja? Und ich mittendrin als Referent. Und boah, und so und Arno Grün und so weiter. Und irgendwann wurde es ruhig. Und die Kollegin, die bis dahin kein Wort gesagt hatte, meldete sich zu Wort und sagte, ich habe gerade festgestellt, dass ich seit 15 Jahren Dinge tue, die ich nie tun wollte. Und da war es mucksmäuschenstill. Und dann richtete sie sich auf, bekam so ein Leuchten in den Augen und sagte, und damit ist jetzt Schluss. Oh, oh hallo. Und das ist ja das, was du meinst. Ne? Das Wiederentdecken dessen, was in uns steckt. Dieses Wesensgemäße. Man kann sich auch fragen, wer war ich vor dem Ref? Ja, ganz genau das. Wer war? Frage. Das mache ich gleich morgen Post draus. Wer warst du vor dem Ref? Aber es ist doch traurig, oder? Ich meine, da steckt so viel, das ist so eine Energieverschwendung in anderthalb Jahren, in denen so viel passieren könnte. Ach, darf man gar nicht drüber nachdenken. Aber das sind auch wieder diese alten Glaubenssätze. Ne? Wir lachen ja drüber, aber ich bin davon überzeugt, dass in unserer Welt immer noch so ganz alte Dinge am Wirken sind. Wie zum Beispiel, Lehrjahre sind keine Herren. Ja, wem es zu gut geht, dem geht es wohl noch zu gut. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das sitzt noch tief. Und wenn ich manche AusbilderInnen sehe, die uns auch damals an den Schulen besucht haben, ja, also die ReferendarInnen ausgebildet haben, da habe ich mir mal gedacht, sag mal, Leute, was ist denn mit euch los? Seid mal ein bisschen locker. Die kommen da an mit so einem Stechschritt und haben Ideen und Ansprüche, da wirst du wahnsinnig. Mhm. Wir haben damals sehr offen gearbeitet und wir haben uns dann irgendwann einen Spaß draus gemacht fast, weil dieses offene, freiere Arbeiten, das durfte man nicht machen. Das ging nicht. Das heißt, so ein, zwei Tage, bevor die nächste Lehrprobe anstand, haben wir den Klassenraum umgeräumt, wieder in Reihe und Glied, haben die Schüler und Schülerinnen so ein bisschen daran gewöhnt, wie das jetzt in der richtigen Schule wäre. Und dann waren die zufrieden. Ehrlich? Das ist so verrückt. Ja. Das ist so bescheuert. Oh Gott. Wunderbar, Andreas. Ich finde, das ist makaber, aber... Ja, ist ein deutliches, ja, sagt eine ganze Menge über unser System, ne? Dass wir ganz schön viel spielen, vorspielen, nachspielen. Und wir sollten, glaube ich, mal wieder ins richtige Spielen kommen, ins kindliche Spielen. Wenn wir davon mehr im Unterricht hätten, dafür mehr Platz hätten, wenn wir auch Kindern, Jugendlichen, unserer Zukunft mehr Raum lassen würden, fernab von all dem, was man so tut als Lehrkraft, ja, könnten wir alle besser, entspannter Lehrer sein. Und weniger perfektionistisch vor allem, weil wir wüssten, dass Perfektion den Laden sowieso nicht besser macht, sondern eher untergehen lässt, weil es einfach Kraft kostet, die keiner von uns übrig hat, der mit Menschen arbeitet. Ja. Und wir würden alle aufblühen, ne? Das heißt, es blühen ja auch viele auf an ihren Schulen. Es gibt ja auch ganz tolle Schulen, das darf man auch nicht vergessen. Ja, genau. Aber ich frage gerne in solchen Runden,
was braucht ihr eigentlich? Mhm. Weil wird völlig unterschätzt. Am Anfang von Veranstaltungen schreibe ich gerne mal einen Satz an so einen Flipchart aus einem Jesper Juhl-Buch. Der Satz lautet, das Entscheidende an jeder Schule sind die Menschen. Mhm. Und dann frage ich, was denkt er jetzt darüber? Und da kommen natürlich nur SchülerInnen-zentrierte Antworten. Komplett fokussiert auf die jungen Leute. Mhm. Und natürlich geht die Reise da auch hin. Und dann sage ich immer, aber Moment mal, wir LehrerInnen sind doch auch Menschen. Ja. Was brauchen wir, um aufzublühen? Ja. Brauchen wir diesen ganzen Irrsinn? Mhm. Nee, brauchen wir nicht. Und wer mal die Erfahrung gemacht hat, an einer Schule zu arbeiten, an der man wunderbar LehrerIn sein kann, an der man wunderbar in Beziehungen gehen kann, nicht obwohl, sondern weil zum Beispiel diese elendigen Unterrichtsvorbereitungen wegfallen. Das war für mich ein Horror. Unterrichtsvorbereitung im regulären Schulalltag, das war schlimm mit diesem alten Perfektionismus. Ja? Sitzt du da bis um 12 nachts. Mhm. Ja? Es geht anders. Ja? Und wer das mal erlebt hat, ich weiß nicht, ob du es erlebt hast, man geht eben unvorbereitet in so eine Runde und überträgt viel Verantwortung an die Schüler und Schülerinnen, ohne selbst die Verantwortung für die Prozesse abzugeben. Und dann stellt man fest, ey, ich muss mich hier gar nicht so anstrengen. Es geht. Und dann bringt es Spaß. Ach, Andreas, wir sitzen um 12 noch hier. Ich suche so händeringend nach einem schönen Schlusswort für uns beide, damit wir die Sache mit dem Perfektionismus ein für alle Mal heute Abend rund kriegen und loslassen können. Und ich habe noch einen Wunsch, Julia. Ja, du hast noch einen Wunsch. Ich habe eigentlich noch einen Wunsch, weil ich möchte dich ja daran erinnern, dass du angekündigt hast. Oh, richtig. Ja, ich habe meine Unterrichtsvorbereitung gemacht. Stimmt, ich habe angekündigt, was denn Perfektionismus und Andreas Reinke eigentlich heute Abend mit mir zu tun hat. Ja, okay, dann kann ich ja mal auspacken. Wenn du magst. Also. Ja, natürlich, das ist mir ganz wichtig. Stichwort Authentizität, ne? Das kam so. Ich war ja nun bei dir im Interview und im Nachhinein hast du gesagt, oh, das war toll, das war berührend. Und ich habe gesagt, oh, vielen Dank, ich finde mich immer selber doof nach solchen Interviews. Ich werde auch oft für Podcasts angefragt und hinterher denke ich mir immer, oh mein Gott, was hast denn du da wieder erzählt? Und warum hast du denn das nicht erzählt? Und wie konntest du nur? Und außerdem lagen meine Haare an dem Tag nicht. Und ich hatte nach unserem Gespräch habe ich festgestellt, dass ich eine völlig andere Kamera mich aufgenommen hat. Ich habe eine andere Kamera geguckt. Also man sieht mich irgendwie nur so von der Seite so rüberhängend. Und dann hast du irgendwie gesagt, oh, kein Problem, machen wir es nochmal. So, was? Ja, wieso? Du sollst dich doch wohlfühlen. Das kann ich voll verstehen. Dann nehmen wir das nochmal auf. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja toll. Das ist ja die Chance. Dann bereite ich mich richtig gut vor. Diesmal werde ich einfach so ein paar Post-its überall hinhängen, wo ich dann nämlich so entscheidende Sachen nicht nicht vergesse. Und ich glaube, die Haare binde ich mir dann auch zusammen. Das ist jetzt vorteilhafter ohne Friseurbesuch. Und am besten machen wir das. Also konstruiere Unterrichtsbesuch. Ups. Und das hat keine paar Stunden gedauert, dass ich gedacht habe, reingefallen. Das kann doch nicht sein. Ne? Und dann habe ich da mal so, also ich höre mir das ganz oft dann auch nicht mehr an anschließend, weil ich mich manchmal so gräme und schäme. Und dann habe ich da so reingeswitcht und habe gedacht, nee, das ist einfach Lydia Klahes. So wie sie nun mal morgens um 9 aussieht oder 10, wenn sie ein bisschen unter Stress ist und wenn ihr jemanden, den sie noch nicht so gut kennt, so gewisse Dinge entlockt, dann kommen vielleicht nicht die Vorgefertigten, sondern mal so andere Dinge raus. Mhm. Aber du hast gesagt, das hat dich berührt. Und ich denke mir so, ja, dann berührt es halt die Leute, die es berühren soll. Und die Leute, die was anderes brauchen, das Geleckte oder das was auch immer, kommen dann halt nicht zu mir ins Coaching oder wohin auch immer. Aber die werden dann ja eh enttäuscht. Also ja. So die Gedanken kamen mir dann so im Nachhinein. Ne? Und dann habe ich dir ganz schnell abgesagt, nein, wir machen das nicht nochmal, ich schenke dir die Zeit. Und aber ganz ehrlich, 2 Tage später habe ich schon wieder gedacht, ich kenne das. Du, ich habe morgen noch ein bisschen Zeit. Also du kannst mir einfach anrufen. Dann mach ich nehme einfach das hier. Das finde ich nicht so klar. So, ja, aber ich fand das wirklich... Der macht auch immer ein bisschen was her. Und ich fand, das war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Weil es eben so lebendig war und so natürlich und so sehr, sehr echt. Und das mag ich ja. Ja. Also kein Mensch braucht wirklich irgendwas Perfektes. Braucht keine Sau. Wofür denn? Ja. Und ich habe mich richtig gefreut. Also nicht über die 2 Stunden frei. Ich hätte auch gerne mit dir geredet. Aber ich habe mich richtig gefreut darüber, dass du denn offensichtlich für dich
sag ich mal, dich ausgesöhnt hast mit diesem Beitrag. Mhm. Und liebe Leute, also darf ich das noch kurz sagen, Lydia? Ja. Der Kongress Ziemlich Beste LehrerInnen fängt ja morgen an. Ja. Morgen ab 18 Uhr die ersten drei Interviews. Wer ist morgen dran? Wolfgang Neigenfind, die Natalia Fisterra, die ist bestimmt auch hier irgendwie. Mhm. Und der Helmut Hochschild, also auch groß, tolle Gespräche, wirklich. Und dann gibt es tageweise die nächsten drei Gespräche zu einem weiteren Unterthema. 10 Tage, 31 Gespräche, meine ich. Und das ganze Ding ist komplett kostenlos. Und das ist wirklich so, ja. Das heißt, wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch an. Wir verlinken das ja hier. relationshipcommunity.de Lehrerkongress. Und da ist kein Druck, da ist kein Zwang, da ist nichts Perfektes. Das tut gut. Das kann ich wirklich versprechen. Punkt. Sehr schön. Vielen Dank, dass du das nochmal an dieser Stelle angebracht hast. Es war mir eine Riesenehre, Andreas, dass du mich dahin eingeladen hast. Wir beide wären sonst hier heute Abend auch nicht zusammengekommen. Ich bin auf Facebook nicht so aktiv, du nicht auf Instagram. Also ich freue mich total. Und danke dir von Herzen für so viel Herzlichkeit, für so viel Herzensworte. Du hast dir Sachen rausgehauen. Also da, na, das können wir alles mitschreiben hier und uns ins Herz tätowieren oder wohin auch immer. Danke, dass du machst, was du machst und wie du das machst. Und weiterhin viel Spaß im Installiererzimmer. Herzlich willkommen. Ich danke dir. Und ich muss, das will ich auch noch gerne sagen, wenn wir schon bei den Blumen sind. Du hast es mir auch sehr leicht gemacht, ja, einfach so frei von der Seele zu sprechen. Ich kenne mich auch anders. Ach. Ja, ich weiß auch, wie ich manchmal wirke, ne? So ein bisschen wie Cappy und so, aber ich kenne mich auch anders. Das heißt, wenn ich einen anderen Gesprächspartner habe, der eine ganz andere Ausstrahlung hat, da kann das sein, dass ich hier sitze wie ein Zinnsoldat, ne? Ja. Und dann kommt nur noch irgendwas Blödes raus. Das ist sehr schön, mit dir zu reden. Gerne wieder. Danke dir. Genauso ging mir das aber auch. Du glaubst nicht, was ich für einen Stock im Rücken haben kann. Das ist unangenehm. Und dann auch noch mit dem Motto, Lockerlehrer zu kommen. Geht ja, Lockerlehrer. Tschüss. Alles klar. Macht's gut. Das war's für heute. In der nächsten Podcast-Folge soll es darum gehen, mal zu schauen, wo du denn vielleicht noch locker lassen kannst in der Schule, um wieder Platz zu haben für das Wesentliche, für das, was deinen Werten entspricht. Dafür habe ich zahlreiche Beispiele gesammelt und die teile ich gerne mit dir. Willst du Workflow am Schreibtisch entwickeln und gute Routinen für Arbeitsabläufe, Lebenszeit gewinnen dadurch? Dann komm doch gerne in die neue Lockerlehrer-Lernbar zum Thema Workflow und Routinen. Auch zu den sonst üblichen Themen, so wie Umgang mit Kritik, Gelassenheit, Selbstvertrauen, Beziehungsaufbau und, bieten wir weiterhin Lernbars an. 90-minütige Webinare, in denen wir auch auf deine Fragen und Impulse sehr, sehr gerne eingehen. Und das immer mit Herz, Wissenschaft und auch ein bisschen Schabernack. So, und jetzt schnell, melde dich noch fix an für den Kongress Ziemlich Beste LehrerInnen von und mit Andreas Reinke. Verlinkt in den Shownotes und auf lockerlehrer.de/podcast/interviews. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, Lockerlehrerin, Lockerlehrer. Ciao.